Jetzt knüpfen wir uns die Kontaktleitung 6 und 7 vor. Oh, Maui! Und da muss dieser Adapter jetzt einfach nur zwischengesteckt werden. Um euch das einfach beides mal zu zeigen. Ach so, und jetzt noch ein kleiner Test. Also viel Spaß. Hallo Freunde. Heute in dem Video möchte ich euch mal relativ genau zeigen, wie ihr euren vorhandenen Zuheizer zu einer Standheizung umbauen könnt. Alles, was ihr dafür braucht, findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Und als allererstes braucht ihr den Stecker und die Buchse, was ich euch unten in die Videobeschreibung gepackt habe. Dann verdrahtet ihr 1 bis 5 einfach komplett straight durch. Dafür benutzt ihr die kleinen Kontaktstecker. Jetzt knüpfen wir uns die Kontaktleitung 6 und 7 vor, denn da müssen wir Dioden einlöten. Das machen wir auf beiden Seiten. Jetzt braucht ihr eure 4 Dioden. Bei der Steckerbuchse lötet ihr sie so an, dass der Sperrstrich zur Buchse zeigt. Bei der Steckerseite lötet ihr sie so an, dass der Sperrstrich wegzeigt von dem Stecker. Jetzt müssen die Diodenenden von der Steckerseite auf die Buchsenseite gelegt werden. Dafür werde ich noch ein kleines Kabel hier vorne anlöten, weil das einfach ein bisschen flexibler ist als das starre Diodenende hier. So müsste das Ganze jetzt aussehen. Einmal die Striche der Dioden zur Buchse. Dann geht ihr von hier aus mit den Kabeln ab. Dann müsst ihr den Strich haben, der Diode, und geht hier wieder rein in die Buchse. Natürlich von 6 zu 6, 7 zu 7. Und hier habt ihr dann nachher die Anschlussmöglichkeiten, wie es weitergeht. Das sehen wir aber gleich draußen. So, jetzt sind wir am Auto und wir werden jetzt mit dem kleinen Thermoschalter anfangen. Der muss hier unten an so ein kleines T-Stück, was ich euch jetzt zeige. Zwischen sämtlichen Schläuchen könnt ihr jetzt erkennen, dass da unten so ein kleines T-Stück ist. Und da müsst ihr den Thermoschalter anbringen. Hä? Steht der Reifen so scheiße, dass ich das nicht mehr tun kann. Jetzt kaufst du dir auch so eine riesen Schlappen. Du hast genau die gleichen Pusche. Boah, sogar größer als mir. Ja, dreh mal bitte. Oh, Maui! Alter, wer braucht sowas? Wer braucht so ein Impuls? Das ist doch Minus, ist das schon, ey. Das ist selbst für Uhrenmacher, ist das zu klein. Oh, wie lang ist diese Schraube? Oh, da ist sie. So, jetzt haben wir den ganzen Kühler in Wartungsstellung gebracht. Und wir ziehen jetzt 2 Kabel von vorne nach hier für den Thermoschalter. Das eine geht zu 12 Volt von der Zweitbatterie und das andere Ende geht zur Klimatronic, aber das zeige ich euch gleich nochmal. Brauchst du den Vogelmann hier? Ja. Alter, du, das geht schon so, ne? Siehst du? Zack, zack, weiß gleich, was abgeht, Alter. So, der Temperaturschalter ist jetzt montiert. Jetzt kommt der schöne Adapter zum Angriff und das ist super schwer, das zu zeigen, wo der angeschlossen wird, aber wir versuchen es einfach mal und ansonsten findet ihr das selber. Am Zuheizer ist halt eben dieser Stecker, da steckt ihr den zwischen und dann habt ihr es schon erledigt. Wir haben uns jetzt die Stecker von der Standheizung hier nach vorne geholt und da muss dieser Adapter jetzt einfach nur zwischengesteckt werden. Und hier habe ich noch die Verbindung zu den 12 Volt gezogen, die geht nach vorne. So, jetzt sind wir im Inneren angekommen und es sieht ein bisschen aus wie Kraut und Rüben, aber erschreckt euch nicht, das Ganze ist ein bisschen einfacher, als es zumindest aussieht. Also wir haben jetzt 3 Leitungen vom Motorraum ins Fahrzeuginnere gelegt. Das sind einmal 2 Leitungen von dem Thermoschalter und eine Leitung von dem Adapter, der kommt. Das sieht hier jetzt alles ein bisschen provisorisch aus, weil es das auch ist, weil ich habe einmal einen Schalter verwendet und eine Moduluhr, um euch das einfach beides mal zu zeigen. Dann haben wir hier bei der Variante noch das Relais. Dazu möchte ich euch auch als allererstes was sagen. Und zwar habt ihr unten so Kontaktzahlen drauf. Und da könnt ihr ganz genau drauf gucken. Auf Kontakt 85 ist die Spannung. Auf der 87 müsst ihr zu dem grauen Kabel der Kühlmittelpumpe gehen. Auf 86 ist die Masse. Und auf 30 ist die Masse. Dann seid ihr damit schon durch mit dem Verdrahten. Hier jetzt die etwas einfachere Methode. Einfach ein An-Ausschalter. Da kommt ihr mit der Spannung von der Zweitbatterie. Und dann geht ihr auf alles, was Spannung braucht. Dann die zweite Methode, an der wir uns hier versuchen, ist die Moduluhr, die Original-Moduluhr. Da gibt es sehr viele verschiedene, da packe ich euch mal unten einen Link rein, wie die Steckerbelegungen ganz genau sind. Das ist im Prinzip auch immer nur Masse und Dauerplus, Zündungsplus und eben der Schaltausgang, der dann zu unserem Adapter nach vorne geht. Zu guter Letzt bei der Ausstattung mit Klimatronic müsst ihr hier noch an die Klimatronic gehen und zwar an den Pin T28A4. Das blende ich euch ganz kurz ein. Und zwar kommt hier der zweite Pin vom Thermoschalter an. Das heißt, wenn der Thermoschalter durchschaltet, schaltet eure Lüftung erst dann ein bei 50 Grad.
Ja, Freunde, das war die Anleitung vom Zuheizer zur Standheizung. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich möchte nochmal anmerken, ich habe es versucht, so laienhaft wie möglich auszudrücken, damit auch Leute mit wenig Kenntnis das versuchen können und vielleicht sich mit ein bisschen Hilfe einfach auch mal daran wagen. Was ich noch zusätzlich dazu sagen wollte, ist, es gibt natürlich verschiedenste Ausstattungen von dem Multivan bis Caravelle bis Transporter, wie auch immer. Und natürlich, da sind auch unterschiedliche Ausstattungen von Klimatronic bis manuelle Lüftung und, und. Also da müsst ihr so ein bisschen drauf achten, dass das Video jetzt nicht zu jedem einzelnen VW-Bus passt. Aber es ist schon mal ein guter Ansatz. Und falls ihr noch irgendwie ein bisschen Hilfe braucht, zum Beispiel mit der manuellen Lüftung, dann geht ihr mal einmal zu Mattes rüber. Und da könnt ihr dann gucken, wie er die Nachlaufpumpe eingesetzt hat, weil die eben bei uns schon vorhanden war. Ich hoffe, ich konnte das einigermaßen rüberbringen. Es war wirklich nicht leicht, das Video zu produzieren. Aber ich hoffe, euch hat es gefallen. Und es ist mal wieder so ein bisschen der alte Stil von mir. Und viele wollten noch längere Videos und ich denke, das passt ganz gut zusammen jetzt. Und wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen dafür nach oben. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Also, haut rein! Ach so, und jetzt noch ein kleiner Test. Also viel Spaß. Ja, ich sehe das sowieso. Ja.